Na gut, dann gehe ich erstmal nach Westen und guck mich hier mal um. Und werde sofort von irgendwelchen blöden Ratten angegriffen. Ach man, bei diesen kleinen Viechern lohnt es sich halt irgendwie gar nicht, die neue Schrotflinte zu benutzen. Das ist doch zu weit weg für so eine Schrotflinte, oder? 95%? Na gut, die halten noch mehr aus, als ich so dachte. Wer ist denn noch alles jetzt schon mit dem Kampf? Ach, die da zum Beispiel. Lieber WoW als Minecraft. Bam. Ich bin für so Spiele wie Minecraft einfach zu unkreativ. Ich brauche in Spielen irgendwie immer so eine Challenge, irgendwie eine Aufgabe, die schwierig ist zu lösen. Und bei Minecraft ist halt so, tu, wonach dir ist. Ach, ich muss nachladen, jetzt ist genau das Ding. Dann lieber nie wieder Tomaten. Glaube ich. Nee, wobei umgekehrt, nee, lieber nie wieder gucken. Tomaten sind viel vielseitiger. Wer kämpft denn jetzt gerade noch alles? Ja, ein Sklave als ein Meister. Weiß ich nicht, jemand, der sich schwere Aufgaben sucht, um sie zu lösen. Meistersklave, sehr gut. Okay, Schweineratte.
Gerade bin ich euer Unterhaltungssklave. So, laden. 940 Erfahrungspunkte. Ach du. Ja, richtig gut. Okay, da geht's nach oben. Gut, dann gucke ich mal, ob ich hier irgendwo rein kann. Da sind noch mehr Ratten. Hier gibt es doch bestimmt Zeugs zu finden. Pfadfinderhandbuch, noch eins. So. Gehen wir hier noch durch? Ja, ja. Dann ist alles leer. Ja, so viel war es jetzt auch wirklich nicht, aber das Handbuch ist schon ziemlich cool. So ein paar dauerhafte Skillpunkte. Viel besser kannst du eigentlich gar nicht laufen. Kommt man hier durch? Nee, hier kommt man gar nicht durch. Muss mal gucken, ob es hier vorne eine Tür gibt. Okay, es gibt ein Loch in der Wand. Das ist auch viel praktischer eigentlich, ne? Nie wieder Schlüssel umdrehen und so. Wie eine nasse Papiertüte. Mit der Schädel zerquetscht. Sie fegt mich von den Beinen. Du meinst, wenn du aufgeräumt hättest? Wieso kann ich nicht schießen? Achso, ich brauche 6 Aktionspunkte. Cassidy hat keine Munition mehr für die abgesägte Schrotflinte. Man sieht hier unten rechts, weil dieses Schrotflinten-Symbol so groß ist, diesen Zielkreis kaum. Hier. Weg, da ist er. So. Ja, warte mal, da muss ich mal mit Cassidy eben mal kurz reden. Was hat die denn noch alles? Achso, das Geld kann ich übrigens für dich mal eben nehmen. Ja, Munition selber will ich ihr eigentlich nicht geben. Soll ich ihm mein Messer dann geben? Achso, die hat jetzt eh den Speer in der Hand. Okay, die hat auch einen geschärften Speer. Naja, immerhin.
Dann muss sie jetzt erstmal mit dem Speer kämpfen. Die kann ja eigentlich mit so ziemlich allem kämpfen, meinte sie. Scheint irgendwie wirklich nichts zu sein. Was? Das hat nicht gereicht? Dann gib mir dein Geld. Ich bewahre es ja nur für sie auf, um dann später für sie, weiß ich nicht, Getränke zu holen. Ganz bestimmt. Achso, die ist tot. Oh, groß und leer. Wie... Mist. Fällt jemand ein witziger Vergleich ein? Ach, hier geht's runter. Das ist ein Fahrstuhl. What the fuck? Kritisch getroffen, 30 Schaden. Groß und leer wie dein Herz. Vier Schaden, Wandamingo. Okay, also hier ist eine von diesen Minen, die ich irgendwann mal erforschen sollte. Groß und leer wie das Wasteland. Das ist gut. Soll ich jetzt noch weiter versuchen, gegen diesen Wandamingo zu kämpfen? Ich glaube, einmal probiere es noch. Jetzt bin ich nochmal voll geheilt, habe gespeichert und so weiter. Jetzt auf Leben und Tod. Nein, ich hätte mal die Schrotflinte nachladen sollen. Na gut, diesmal macht er auch 7 Schaden und nicht direkt 30. Kann sein, dass die am Kopf nochmal speziell gepanzert sind? Nix von mir macht Schaden. Okay, das macht Schaden. Ohne Schaden. Verstümmelt den linken Arm. Ich weiß halt nicht, macht Headshot dann bei den Sinn? Vielleicht eher in den Bauch schießen oder so? Ein Schaden, null Schaden. Sechs Schaden. Null Schaden. Das ist er weg? Das ist aber eigentlich ein gutes Zeichen, wenn er wegläuft. Vielleicht haben die nicht so viel AP, sondern nur eine fette Panzerung. Ja, was läuft denn jetzt hier alles noch? Hat er seinen Speer verloren?
4 sind das jetzt. Ach, laden. Das wäre kein Problem, wenn ich da dran denken würde. Weg kritisch verfehlt und hat den Rest seiner Munition verloren. Ich habe ihm 200 Schuss gegeben. Die Frage ist nur, liegt der jetzt da? Liegt die Munition jetzt da? Oder ist sie quasi weg? Ja, ich glaube, da bin ich noch weit von entfernt, die zu schaffen. Wurde kritisch getroffen für 37 Trefferpunkte, vorbei an seiner Abwehr. Ach so, nee, er muss sie nur nachladen. Also die Munition, die in der Waffe war, ist anscheinend weg. Du wurdest getötet. Okay. Dein Leben endet im Ödland. Ach, das ist ja schön. Okay, dann weiß ich schon mal, wo ich jetzt nicht hingehe. Gucken wir uns mal hier das nächste an. Wobei, hier war ich noch gar nicht. Land, ja, genau. Nicht mal das Öl gönnen sie mir. Arroganter amerikanischer Entwickler. Brauchen wir bei der Schrift, die wir hier entwickeln, eigentlich Umlaute? Nein! Mole Red Mambo. Kam ich jetzt von hier unten? Eigentlich bin ich doch von unten gekommen, oder? Das ist ganz schön groß hier. Nee, okay, ich komme von da. Hallöchen, Fremder. Hallo, ich bin Jackpot Jane und ich mache die Biesterkämpfe hier in der Stadt. Wer möchte auf den Ausgang eines unserer ersten Kämpfe setzen? Biest gegen Biest in ihrer rauesten Art. Was passiert hier? Ganz einfach, wirklich. Zwei der furchterregenden Biester, die du dir aus der Nähe anschauen kannst, keine Tricks, das versichere ich dir, werden in den Ring getrieben. Sekunden später wirst du Zeuge eines Schauspiels von der rauen Kraft der Mutter Natur. Was hat Mutter Natur damit zu tun? Nun, wie ich gesagt habe, die zwei Kreaturen werden sich in einer wilden Explosion aufeinander stürzen, wie man es nicht mehr gesehen hat, seit die großen Maschinen über den Erdball gewandert sind. So Maschinen? Okay, hör zu, Bursche. Würde es dir helfen, wenn ich sagen würde, sowas gab es nicht mehr, seitdem die großen Donnerechse über den Erdball gewandert sind? Ist es das, was dich anheizt? Bist du dabei oder nicht? Außerdem, liebe Güte, jeder ist heutzutage kritisch. Große Echsen machen mir Angst. Bin lieber nicht dabei. Danke für die Warnung. Denkst du, puh, das war knapp. Weiß sie noch was anderes? Ich glaube, diese Kämpfe sind manipuliert. Okay, hier ist ein Schlafzimmer, da oben ist noch irgendeine Truhe. Ist Ruhe.
glaube ich, mal sein Feierabendbier. Würde ich nach Osten gehen, mit dem mittleren Westen ansehen. Das ist mir bei The Crew auch schon aufgefallen, dass der mittlere Westen ganz schön weit im Osten ist. Liegt wahrscheinlich noch aus dieser Entdeckerphase oder irgendwas. Man kam ja quasi vom Osten und dann ist man schon ganz schön weit gegangen und dann war es halt der mittlere Westen. Wir wollen hier keinen Ärger. Morningstar, mein. Hab dich nicht eingeladen. Ja, wie gesagt, ich finde auch insgesamt sind die echt zu freundlich dafür, dass ich hier überall so reingehe. Ein Schraubenschlüssel. Na, da wird sich doch der eine in Bunkerstadt freuen. Aber da muss ich irgendwann den ganzen Weg nach Bunkerstadt nochmal zurück. Sulek, möchtest du mal einen Haufen Scheiß von mir tragen? Dankeschön. Achso, muss ja hier rein. So. Das ist ein Graffiti, das ist ein Poster. Hallo du da, ich bin der gefährliche Dan McGrew. Mir gehört die Morningstar-Mine hier. Was kann ich für dich tun? Was baust du hier ab? Wir bauen Gold ab und jeder will es haben. Wir schicken es bis nach Bunkerstadt, nach Nurenu, NKR. Man könnte sogar sagen, dass Redding etwas für jeden hat und dadurch bleiben wir unabhängig. Schön, wenn man so beliebt ist. Ich hätte gedacht, dass jemand versuchen würde, in Redding das Ruder in die Hand zu nehmen. Und, glaubst du, das passiert nicht? Jeder hätte Redding gerne unter seiner Fuchtel. Ich denke ja, dass irgendjemand uns bald kriegen wird. So ziemlich das Einzige, was wir tun können, ist es uns, unseren Meister selbst auszusuchen, wenn wir überleben wollen. Meinst du damit? Ich meine, dass wir unter dem Daumen von jemandem enden werden. Nur ein Narr würde etwas anderes annehmen. Wir haben gerade mal die Möglichkeit, uns den sanftesten Daumen auszusuchen. Und das hast du natürlich getan. Darauf kannst du aber wetten, wenn wir uns nicht mit einer der Familien in Nurenu zusammentun, kannst du Redding gleich auf Wiedersehen sagen. Zumindest der Art von Redding, in der ich leben möchte. Was meinst du damit? Wenn die NKR uns übernimmt, wird Redding einen harten Daumen zu spüren bekommen. Die haben nicht gerade viel für persönliche Freiheit übrig. Die werden Redding einfach zu einem weiteren Fleck auf der Karte der neuen Kalifornischen Republik machen. Das Redding, das ich kenne, wird dann für immer verschwinden. Was mit Bunkerstadt? Bunkerstadt? Diese bigotten Bunkerstädter würden Redding in ein Sklavenarbeitslager verwandeln. Die finden, dass niemand, der nicht aus ihrer wertvollen Stadt kommt, auch nur ein Pfifferling wert ist. Mein ganzes Leben lang für diese bigotten Idioten zu buckeln, ist nicht gerade meine Vorstellung von Leben. Inwiefern ist Nurenu denn anders? Nurenu ist stark genug, Redding von den anderen beiden zu schützen. Da Nurenu inzwischen verschiedene Familienclans aufgeteilt ist, herrscht dort genug Zwietracht, um uns eine gute Chance für Autonomie zu geben.
Nyorino ist es den Leuten egal, wie wir unsere Affären regeln, solange sie nur ihr Gold bekommen. Klingt aber auch nicht so toll. Die Welt ist eben nicht perfekt, Freund. Manchmal muss man aus einer schlechten Situation das Beste machen. Es ist nun mal so, dass schlechte Leute die besten Chancen für Redding bedeuten könnten. Nicht, dass das jeder sieht. Denkst du dann also, was passieren wird? Ich bin mir nicht sicher, aber die Situation wird heißer. Die Stadt, die hier in Redding die stärkste Vertretung hat, wird den ganzen Kuchen bekommen. Ich tue einfach nur mein Bestes, damit Nyorino das Rennen macht. So wie ich das sehe, ist das die einzige Chance für Redding. Naja gut, aber Redding scheint ja gerade irgendwie ein bisschen zu versinken in so einem Drogenmoloch. Und das klingt für mich so, als ob es damit eher schlimmer wird. Wie kannst du denn Nyorino helfen, das Rennen zu machen? Das Beste, was ich tun kann, ist, meine Mine am Laufen zu halten und die Arbeiter wissen zu lassen, wer die Rechnungen zahlt. Die Tatsache, dass sie alle ihre Glückspillen aus Nyorino bekommen, macht den Ort schon jede Menge beliebter. Glückspillen, Alkohol, Jet, alle Arten von chemischen Erholungen. Sag, was du willst, Nyorino liefert es. Das ist so ziemlich das Einzige, wofür manche meiner Bergarbeiter überhaupt arbeiten. Es würde ganz schön Schwierigkeiten geben, wenn damit was passieren würde. Ja, zumal man natürlich dann auch sagen könnte, das ist irgendwie vielleicht auch Sklaverei. Die Leute werden hier abhängig gehalten und arbeiten, damit sie weiter ihre Drogen bekommen. Und kommen da nicht raus. Weil wenn sie aufhören würden, hätten sie sofort kein Geld mehr für ihre Drogen. Wie war denn euer Jet-Nachschub in letzter Zeit? Im Moment bekommen wir kaum genug Jet in die Stadt, um alle glücklich zu machen. Ich hoffe aber sehr, dass die nächsten paar Karawanen gut durchkommen. Wieso nennt man dich den gefährlichen Dan McGrew? Weil ich ganz einfach der größte, zäheste, minenkriechende, messerschwingende, schlangenfressende Kerl in der ganzen Stadt bin. Der gefährliche Dan McGrew. Das bin ich. Lass mich dich noch was fragen, gefährlicher Dan. Du siehst gar nicht so wahnsinnig zäh aus. Das ist hierzu dann eine Kampfansage. Stehst du dazu? Könnte ich, wenn ich das Gefühl hätte, dass mir nicht um die Munition leid tun wird, die ich bräuchte, um dich zu töten. Könnte, wenn ich wollte, aber ich habe zu viel zu tun, um mich jetzt noch mit dir abzugeben. Ja, das dachte ich mir. Du bist ein Feigling. Das werden wir sehen. Eines Tages. Fürs Erste auf Wiedersehen. So. Was ist das hier oben? Wahrscheinlich ein weiterer Fahrstuhl in die Mine. Achso, die ist irgendwie zugeschüttet. Achso, da vorne kommt man nur rein. Gehen wir mal in die Mine runter oder lassen wir es? Achso, hier kommt man auch nicht rein. Da. Oder erstmal hier weiter gucken. Gott, ist das noch groß, ey. Wobei wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier runtergehe, dann komme ich wieder auf die andere Seite der Stadt raus. Also dann habe ich quasi auch alles gesehen, wenn ich das Gebiet hier durch habe. Aber ich gehe mal runter. Ach, hier steht Out of Order. Achso, die ist ja auch kaputt. Ich kann das machen. Ja, repariert er das jetzt? Achso, die sind noch größer. Lass mich helfen. Du kannst das nicht reparieren, aber er repariert das doch. Oder heißt es denn, dass er es auch nicht kann? Wahrscheinlich, ne? Na gut, hier die Reber könnte ich ausheben.
Als ich den Löffel abgebe, hier will ich nicht begraben werden. Ach, hier in dem. Da kommt man runter. Das sieht aus, als ob ich ein paar Erfahrungspunkte mitnehmen könnte. Oh.